Alte mit einer hoch ansteckenden Krankheit. So eine Lebensgefährtin hat sich der Vater nicht für seinen Sohn Alfredo vorgestellt. Doch die vom Weg abgekommene Traviata ist die wahre Liebende in Giuseppe Verdis gleichnamiger Oper. Zum 200. Geburtstag des Komponisten zeigt das Landestheater jetzt eine Inszenierung, die bei der gestrigen Premiere stürmisch gefeiert wurde. Es ist schon eine ziemlich verkommene Gesellschaft, in die sich der junge Alfredo da begeben hat. Aber mitten unter diesen Nutten und Säufern gibt es Violetta. Und die hat ein Herz, so rein wie Schnee. Eine Figur, die im quasi Rampenlicht steht, die lichtspendend ist, könnte auch für Kunst und Kultur stehen, diese Figur. Und jeder will etwas von ihr. Alfredo bekommt Violettas ungeteilte, absolute Liebe. Warum sollte Violetta nicht die wundervollste Frau der Welt sein? Ich liebe sie nämlich und ich möchte aus ihr eine treue Geliebte machen. That's my goal. Da ist Alfredos Vater aber strikt dagegen. Und mit Erfolg, mit einer Erpressung bringt er die Liebenden auseinander. Das Orchester ist durchgängig auf der Bühne, ein Spiegelbild der seelischen Vorgänge in den Liebenden. Und die Inszenierung profitiert von einer äußerst präzisen Abstimmung zwischen Regie und musikalischer Leitung. Gibt es Momente, die gehen 15 Minuten lang auf Zug, ja, wo man halt drüber muss und es spannt und spannt und spannt immer noch mehr. Und wenn das mit der Szene nicht zusammen funktioniert, dann kann man musikalisch machen, was man will. Und das haben wir zum Glück gut miteinander arbeiten können. Sind die besten Sänger, die wir jetzt seit vielen Jahren bei den Opern des Landestheaters erlebt haben. Alles zusammen, die Stimmen. Wahnsinn, einfach ein Wahnsinn.